Da wären wir angekommen in Safronia City. Auch eine sehr, sehr, sehr schöne Stadt. Hier stehen schon die ersten Team Rocket-Rüpel rum. Wo beginne ich denn mal mit der Erkundung? Oh, was gibt's denn hier? Ach, hier oben ist der Durchgang zur Azuria City, ne? Safronia City, die goldglänzende Handelsstadt. Wartet mal. Hier oben ist einfach nur der Durchgang zur Azuria City sein, ne? Genau so ist es, okay. Dann beginnen wir einfach mal von hier oben, von links nach rechts und gehen eine Schlangenlinie runter. Was willst du denn hier? Was willst du? Hau ab! Okay. Zu unserem Leidwesen ahmt unsere Tochter gerne Leute nach. Deswegen nennt man sie in der Nachbarschaft nur die Nachahmerin. Meine Tochter ist einfach furchtbar eigen und sie hat auch nur wenige Freunde. Vielleicht wird sie etwas offener, wenn du ihr eines ihrer Lieblings-Pokémon zeigst. Okay, wo ist sie denn? Hier oben. Ja, sieht ganz so aus, ne? Hi, wie geht's? Magst du Pokémon? Hä, warum fragst du mich? Das wollte ich doch dir wissen. Was soll das denn? Du bist total seltsam. Hm? Ich soll aufhören, Leute nachzumachen? Ja, aber die Nachmacherei ist doch mein Hobby. Okay. Die will, dass ich ihren... Eins ihrer Lieblings-Pokémon zeigt. Das scheint ein Pipi zu sein, ne? Heißt das jetzt, ich muss eben mal ein Pipi ins Team aufnehmen und das hinter mir herlaufen lassen, oder was? Ah, du bist. Du bist hergekommen, damit ich dir wieder nachahmen kann. Du hast ein Pipi dabei. Möchtest du es ihr zeigen? Ja. Boah, ein echtes Pipi, ich habe noch nie eins gesehen. Wie toll, danke, dass du mir eins gezeigt hast. Dafür schenke ich dir eine TM, mit der man sich verdoppeln kann. Delegator, okay. Ja, ist meine Taktik aufgegangen. Hätte es wohl nicht unbedingt rausholen müssen, das Pipi, aber gut, habe ich jetzt trotzdem mal getan. Na, zurück in den Ball. Und dann nehmen wir jetzt unser... Lura. Ne, was habe ich jetzt raus? Kadabra habe ich dafür rausgenommen, ne? Genau. Ab ins Team wieder. So. Wäre das auch schon erledigt? Können wir uns irgendwas noch angucken? Meine Geheimnisse. Meine Spezialität nachahmen. Mein Lieblings-Pokémon Pipi. Aber Pipi sind so selten, dass ich noch nie eins in echt gesehen habe. Irgendwann würde ich so gerne mal... Okay, das hätten wir uns wahrscheinlich, bevor wir ihr das Pipi gezeigt haben, durchlesen sollen. Aber wir sind ja schon alleine darauf gekommen, was hier zu tun war. So, dann machen wir jetzt mit der schönen Stadt Safronia City weiter. Und hier ist... Ah, okay, die in der Arena kommen wir noch gar nicht. Kampf-Dujo, hier gehen wir mal rein. Haben alle Kampf-Pokémon, da sind wir mit unserem Psycho doch gut dabei. Ganz schön frech von dir, dich einfach so in unsere Kampf-Dujo einzuschleichen. Ja! Okay. Da könnte unser Kadabra wenig Probleme bekommen, sollten wir schneller sein. Denn die haben, denke ich mal, alle hier Kampf-Pokémon. Mal schauen, vielleicht sehen wir hier auch das allererste Mal einen Machomai. Wäre auch nicht schlecht. Die sind nur Level 31 hier, ne? Ja, da sollten wir keine Probleme mit haben. So, der erste Trainer ist damit auch schon direkt besiegt. Aber egal, so machen wir wenigstens noch ein bisschen Geld. Ein paar Pokébälle bekommen wir dazu. Ist doch alles schön. Und warum die auch hier wieder keine Doppelkämpfe rausgemacht haben, das verstehe ich einfach nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Hier hätten sich doch so krass geile Doppelkämpfe angeboten, ne? Aber keine Ahnung, was sich Game Freak dabei schon wieder gedacht hat. Wir sehen wieder nur einen Georock und leider keinen Geowatt. Das ist echt schade, ey. Aber gut, vielleicht haben sie niemanden gefunden, mit dem sie das Pokémon tauschen können. Entwickelt sich ja genau wie Kadabra zu Simsala, Mashok zu Machomai und Georock zu Geowatz nur per Tausch und Apollo zu Gengar auch. Müssen wir einfach so hinnehmen. So, die ersten beiden sind besiegt, das geht ja doch ganz flott hier. So wie ich mir das schon fast gedacht habe. So, was hast du für ein Pokémon? Du wirst wahrscheinlich einen Mashok oder sowas haben. Ein Quapuzzi. Ja gut.
ist das nicht unbedingt ein Pokémon, was sich unter Kampf-Pokémon versteht, aber. Wir sind 11 Level drüber, ne? Da sollte Kadabra trotzdem eigentlich keine Probleme mit haben, ja. So, jetzt kommt noch der vierte Kampf. Was hast du denn jetzt für ein Pokémon? Okay, er hat das Machoke. Dann haben sie jetzt von den vier Trainern irgendwie 3 Kampf-Pokémon eingesetzt. Dann sind ihnen wohl irgendwie die Ideen für Kampf-Pokémon ausgegangen und haben gesagt, ah komm, dann hauen wir noch ein Quapuzzi mit rein. ja. Muss man nicht unbedingt verstehen, aber. Dann ist das nun mal so. Obwohl, ich bin bekloppt. Georock ist auch kein Kampf-Pokémon, ist auch Gesteinboden, ne? Irgendwie alles ein bisschen Riot hier drin in diesem Kampf-Dujo. Wobei ich einen Georock noch eher verstehen kann als einen Quapuzzi, ne? Aber na gut. So, was machst du? Willkommen im Kampf-Dujo. Ich bin der Karate-Meister und zuständig für die Ausbildung der Schüler. Ha! Wenn du noch eine Herausforderung für Körper und Geist suchst, bist du hier an der richtigen Adresse. Du kannst dir sicher sein, dass ich mich unter keinen Umständen zurückhalte. Ja! Okay. Da bin ich mal gespannt, was du denn jetzt für Pokémon einsetzt. Vielleicht hast du ja jetzt einen Machomai, ein Pokémon nur. Komm, ein Quappo. Okay. Weiterentwicklung von einem Quapuzzi gerade. Welches Level hat das? Level 34. Sollten wir auch eigentlich kein Problem. Ich weiß nicht, ob wir es mit dem ersten Hit schon wegkriegen, aber ja, tun wir. Das ist wieder gegen Quappo sehr effektiv. Echt, ist das... Was ist ein Quappo jetzt hier für ein Typ? Kampfwasser oder was? Okay. Könnte sein. Habe ich jetzt gerade nicht so auf dem Schirm. Ich bin dir eindeutig unterlegen. Doch ich flehe dich an, das Emblem unseres Kampfstudios nicht als Trophäe mitzunehmen. Stattdessen biete ich dir eins meiner wertvollen Kampf-Pokémon an. Geek. Knock. Bitte, du darfst auch völlig frei wählen. Also ich bin Nokshan-Fan. Ich nehme das Nokshan. Ja, du entscheidest dich für Nokshan, den Meister des Boxkampfs. Ja. Wir haben Nokshan erhalten. Sehr schön. Mit seinen rotierenden Hieben vermag es, sich wie eine Bohrmaschine Stück für Stück durch Betonwände zu bohren. Okay. Warum bleibst du nicht eine Weile hier und trainierst Karate mit uns? Nee, danke. Oh, was war da? Wartet mal. Da habe ich jetzt gerade im Augenwinkel hier noch irgendwas gesehen. Ein Trainercoach steht hier noch rum. Ach, habe ich ja gar nicht gesehen. Ich bin der Trainercoach hier in dem Kampfstudio zugeteilt. Ja, ich bin mit großem Kampftalent gesegnet. Ja, ich will kämpfen. Oh, die hätte ich ja fast übersehen. Ey, krass. So, was hast du denn für 2 Pokémon? Machok, okay. Level 32 auch nur und jetzt setze ich aus Versehen wieder Fassade ein. Oh nee, ernsthaft. Oh, es paralysiert direkt. Na klar. Natürlich. Okay, wenigstens geht unsere Attacke durch. Mann, war das jetzt schon wieder unnötig bitter. Als nächstes kommt ein Electek. Nee, da wechseln wir immer auch alleine wegen der Paralyse zu Georock rüber. Und hauen das Electek mit Erdbeben weg. So ist jetzt zumindest der Plan. Raus weg. Was? Hat überlebt? Achso, wir haben noch gar nicht. Achso, es war schneller. Wir haben noch gar nicht angegriffen. Okay. Ich wollte gerade sagen, wenn die Attacke nämlich durchkommt, dürfte das Electric es nicht überleben. Und das hat es auch nicht. Perfekt. Ja, gnadenlos verloren.
Ein hervorragender Kampf. Ich möchte, dass du das hier nimmst. TM23 Donnerschlag. Nice, danke. Damit setzt du deinem Gegner mit einer elektrisch geladenen Faust zu. Was steht hier noch? Kampf-Dojo. Okay, alles klar. Gut, dass das da nochmal stand, dass wir uns das nochmal angeguckt haben. Hey, wenn du dich uns in den Weg stellst, kannst du was erleben. Dieses Gesindel von Team Rocket, egal wie viele von ihnen wir auch dingfest machen, es nimmt einfach kein Ende. Ja, ganz schön nervig, ne? Was gibt es denn hier drin? Kennst du Major Bob aus der Arena von Orania City? Ich bin sein größter Fan. Was? Du hast ein Autogramm von ihm? Der werde ich ja grün vor Neid. Ja, dann nimm es doch. Kannst du haben von mir. Ich sag dir eins, Lorelei von den Top 4 ist eine Nummer für sich. Sie ist so cool, dass sie ihre Gegner mit ihrem eisigen Blick einfrieren könnte. Offenbar ist der Arenaleiter von Vertania City ein einziges Mysterium. Niemand weiß, wer es wirklich ist. Und das macht mich total verrückt. Ich muss es unbedingt wissen. Bruno von den Top 4 ist mein Vorbild. Seine Kampfattacken sind unschlagbar. Sein Sixpack ist das härteste in ganz Kanto. Sein Bizeps ist so groß wie ein Berg. Ich gelobe zu trainieren, bis ich so gut bin wie er. Der Boss hat gesagt, dass diese ganze Stadt Team Rocket gehören wird. Das werden wir ja noch sehen, Kollege. Ein Beleber ist zwar teuer, aber kampfunfähig gewordene Pokémon werden damit wieder fit. Das ist toll, findest du nicht? Ja, hat uns schon so zwei, dreimal hier auch den Arsch gerettet, ne? Ein Topschutz hält wilde Pokémon länger von dir fern als ein Superschutz, glaube ich. Ja, glaube ich auch. So, wir können noch ein Nugget verkaufen, ne? Richtig. Tun wir dann auch mal. Ich glaube, gegen Giftparade Beleber. Also, ein paar Beleber könnten wir uns noch besorgen. So, 6 Beleber wären nochmal nicht schlecht. Boah, die sind aber teuer, ne? Alter. So. Das wär's. Mehr brauche ich nicht. Okay, hier ist Ende. Gibt es hier irgendwo ein Item, Pikachu? Sieht nicht so aus. Dann geht es jetzt hier unten weiter mit der Erkundung von Saffronia City. Und zwar hier, okay. Ich fühle mich wunderbar, wenn ich etwas Böses tue. Okay, da sind Jesse und James. Dann gehen wir erstmal hier unten weiter. Ich möchte erstmal die Stadt abschließen, bevor wir dann mit der Story weitermachen. Saffronia City gehört Team Rocket. Warte, sag nichts. Ich weiß, was du suchst. Ich sehe es dir deutlich vor mir. Du willst das hier, stimmt's? Psychokinese, geiler Scheiß. Ja, das will ich absolut. Hammer. Richtig, richtig krasse Attacke. Nice. So, Kadabra. Das ist für dich. Fassade. Jawohl, eindeutig. Weg damit. Geiler Scheiß. Jetzt hat er auch mal eine richtig noch krassere Attacke als Psystrahl. Sehr, sehr schön. So, wo geht es denn jetzt nochmal hier runter? Orania City, okay. Pokémon Center nehmen wir natürlich auch einmal mit. Die Sylph Company ist jedem ein Begriff. Kein Wunder, dass auch diese Gauner von Team Rocket auf sie aufmerksam wurden. Pokémon wachsen je nach Art unterschiedlich schnell heran. Dann heilen wir uns noch einmal hier.
machst du hier? Ich komme aus Alola und bei mir dreht sich alles um Raichu. Wenn du einen Raichu aus Kanto besitzt, dann tausche es doch bitte gegen mein Exemplar. Okay, haben wir nicht. Also müssen wir uns noch merken, Knogger und Raichu können wir noch tauschen. Wenn doch bloß die Top 4 vorbeikämen, um Team Rocket in den Boden zu stampfen. So, was machst du hier? Wenn wir erst die Silph Company unter Kontrolle haben, können wir auf der ganzen Welt Pokémon verkaufen, so werden wir stinkreich. Ja, hier haben wir begonnen, ne? Aber wir haben ganz oben begonnen, oder? Ich meine schon. Freuen Sie sich auf das neueste Produkt der Silph Company, jetzt schon in aller Munde. Erscheinungsdatum ist noch nicht bekannt. Okay, hier geht es dann mit der Story wieder weiter. Dann gucken wir uns den mittleren Weg hier nochmal an. So, das eine Haus und den einen Rüpel da unten. Die Nachahmerin ist echt süß. Ich habe gehört, dass sie ein großer Pipi-Fan ist. Wenn ich mal einen fangen sollte, werde ich es ihr gleich zeigen. Und vielen Dank für deinen Brief. Ich möchte dich so schnell wie möglich treffen. Hey, mein Brief geht dich nichts an. Ja, dann lese mir doch nicht vor. Oh, Mädchen. Au, pass auf, wo du hintrittst, du Trampel. Okay, dann machen wir jetzt doch mal mit Jesse und James da unten weiter. Also das ist doch die Höhe, lass uns gefälligst durch. Nein, nein und nochmals nein. Ich nehme meinen Wachdienst ernst und habe strikte Anweisungen. Kein Zutritt für Unbefugte. Unbefugt? Na hör mal, wir gehören doch zum selben Team. Jetzt reicht's, meine Geduld ist am Ende. Da hast du deine Befugnis. Jesse, warte auf mich. Blub. Sieht aus, als wäre er völlig weggetreten. Dann folgen wir Jesse und James doch mal. Empfangsdame. Hey, du da! Tut mir leid, aber unsere Firma geht es im Moment etwas turbulent zu. Für Kinder ist die einfach zu gefährlich. Oh, Blau ist da. Ach, jetzt haben sie sich doch nicht so. Eine kleine Besichtigung ist doch sicher drin. Oh, Loki ist auch dabei. Oh, das ist doch Blau. Mango, ich habe dich schon gesucht. Was machst du denn hier? Nun ja, Team Rocket hat, es heißt, das Gebäude wurde besetzt. Als hätte ich's geahnt. Die Typen von Team Rocket führen immer und überall nur Böses im Schilde. Du triffst den Nagel auf den Kopf, Loki. Langsam wird es Zeit, dass jemand die Pläne dieser Verbrecher ein für alle Mal durchkreuzt. Was sollen wir tun? Alles, was in unserer Macht steht. Also der Plan lautet wie folgt. Mango, du nimmst dir diese Loser von Team Rocket zur Brust und vertreibst sie aus dem Gebäude der Silph Company. Alleine könnte das allerdings etwas gefährlich werden. Also sollte Loki dich auf jeden Fall begleiten. Einverstanden? Klingt gut. In der Zwischenzeit werde ich ganz Kanto nach Team Rocket durchforsten und mir jeden Rüpel vorknöpfen, der mir in die Quere kommt. Vielleicht schaffe ich es so herauszufinden, wo sich der Boss rumtreibt. Außerdem werde ich der Pokémon-Liga einen Besuch abstatten und den Obermotzen dort von Team Rockets Machenschaften erzählen. Geniale Idee! Vielleicht helfen uns ja sogar die Top 4! Wer weiß. Dann könnten wir uns jetzt eigentlich aufteilen und den Plan in die Tat umsetzen. Aber zuerst, Mango und Loki. Bevor ich euch zwei Grünschnäbel hier einfach allein lasse, muss ich mir sicher sein, dass ihr überhaupt das Zeug dazu habt, euch mit diesen Typen anzulegen. Was? Wir kämpfen. Wir kämpfen? Wir kämpfen? Mir ist Schnuppe, wer von euch anfängt. Zeigt mir, was ihr drauf habt. Ich muss jetzt gegen Blau kämpfen, oder was? Boah. Das könnte hart werden, ne? Okay, ich habe ja so ein bisschen Bammel, muss ich sagen, vor dem Kampf, ne? Was hat er denn für Pokémon? Ein Kokowai. Aber er hat nur zwei Pokémon, okay. Wir probieren einfach mal Psychokinese aus. Ja, okay, habe ich mir fast gedacht. Wir gehen einmal rüber auf Glurak.
So, und Kokorai hauen wir mit einem Feuerschlag weg. Sehr schön. Okay, dann ist der Kampf doch wahrscheinlich ein bisschen einfacher, als ich gedacht hätte. Wobei Blau eigentlich ein richtig krasser Trainer ist. So, Kadabra hat auch noch Level 43 erreicht. Sehr schön. Als nächstes ist er jetzt ein Glurak ein. Okay, dann kämpfen wir weiter mit Turtok. Ganz klar. Und mit einem Surfer sollte das Glurak dann doch erledigt sein, ne? Oh, Luftschnitt. Oh, okay. Nein, wir sind zurückgeschreckt. Das ist jetzt äußerst schlecht. Komm schon. Aus direkt weg, Turtok. Komm schon. Nein, es überlebt noch knapp. Als ob, ey. Scheiße. So, haben aber Blau besiegt. Sehr schön. Von einem Trainer aus Alabastia hätte ich auch nichts anderes erwartet. 11.200 Poké-Dollar, krass. Richer Typ. Puh, wow. Wenn wer bereit dazu ist, es mit dem Rocket aufzunehmen, dann du. Bei dir ist die Sylph Company in sicheren Händen. So, jetzt bist du an der Reihe, Loki. Los, ich hab nicht den ganzen Tag Zeit. Eine Kapsel X-Spezial. Was müssen wir jetzt machen? Muss ich jetzt warten, bis sie hier fertig sind, oder was? Hui, ich habe vom bloßen Zusehen schon ganz weiche Knie bekommen. Bei dem Blick in den Augen seiner Pokémon wird einem ganz mulmig. Aber ich lasse mich davon nicht einschüchtern. Geh du ruhig schon mal vor, Mango. Okay. Hier ist ein Aufzug, da liegt ist aber noch eine Treppe. Haben wir hier noch irgendwo ein Item, was wir vielleicht finden können? Wäre nicht schlecht, ne? Aber sieht nicht so aus. Was steht hier noch? Hauptsitz der Sylph Company, Erdgeschoss. Okay, dann gehen wir weiter mal nach oben, wo uns wahrscheinlich viele Kämpfe bevorstehen werden wieder, oder? Ah, hier ist das, dieser Shit mit diesen scheiß Teleportern, ey. Okay, kämpfen wir erstmal. Kämpfen wir erstmal, dann gehen wir erstmal die Treppen weiter rauf und dann schauen wir irgendwie, ob wir den Weg finden. Da kommt schon Kadabra, du jetzt mit deiner richtig krassen Psychokinese solltest doch... Ja, und die sind halt auch alle jetzt um die 10 Level unter uns, ne? Und Alter, zieht dieser Tiefschlag trotzdem immer noch viel ab, Mann. WTF. Ist ja nicht mehr feierlich, was da abgeht, wirklich. Ja, du bist bei Team Rocket, natürlich bist du ein Versager. Noch ein Trainer. Na komm, schließen wir diesen Raum mit dir erst einmal ab. Drei Pokémon, okay. Ja, mit dem Smogon haben wir aber keine Probleme. Da brauche ich nicht mal wirklich auf Psychokinese gehen. Dafür reicht Psystrahl aus. Sehr schön. Als nächstes noch ein Smogon. Ja, wir kämpfen weiter. Und dann wird das dritte Pokémon höchstwahrscheinlich auch ein Smogon sein. Also sollte der Kampf auch nicht allzu lange dauern hier. Genau. Und das nächste Smogon, ja, genau so ist es, erledigen wir dann auch direkt mit einem Psystrahl. Und schauen uns dann mal weiter, was es noch in diesem
in diesem ersten Obergeschoss alles so gibt. Oh, ein Pokéball ist hier noch zu finden. Ein Supertrank haben wir gefunden, sehr schön. Hier ist erstmal alles verschlossen, ja. Ist hier ansonsten noch irgendwas? Sieht nicht so aus. Dann gucken wir mal, was denn dieser Professor hier noch... Boah, der will auch kämpfen. Ach so, hier ist der Zutritt verboten. Verschwinde! Na gut, dann kämpfe ich gegen dich auch nochmal. Gegen den Forscher. Kein Professor, ist ein Forscher. Okay, Entschuldigung. Setzt ein Electek ein. Ja, aber die sind halt alle so underlevelt. Ich glaube, das ist jetzt relativ egal, welches Pokémon wir vorne haben. Wir müssen halt nur schneller sein. Sind wir auch. Man sollte das eigentlich erledigt. Nein, das schafft er nicht. Krass, krass, krass. Oh, ey. Kadabra, du bist echt ein Loser, Mann. Wirklich. Ja, schlimm. Alter Schwede, ey. So, Schlitzer. Als ob da, ich wollte gerade sagen, als ob das nicht ausreicht. So. Hier ist Gewinn auch verboten, sagt er. Sorry. Hätte es mir vorher sagen sollen, zu spät. Die Portale nehmen wir erst. Nehmen wir erstmal ein andermal. So, und mit den weiteren oberen Geschossen, Etagen, machen wir erst in der nächsten Folge weiter. Bis dann!